Ja, einen großen Applaus. Dietrich Brüggemann ist schon mal hier. Da muss noch nicht nach vorne, aber dein Applaus an der Stelle schon mal. Du hast den Weg aus Berlin gefunden, aber du bist sowieso auch schon in Frankfurt. Ich möchte noch kurz vorweg sagen, das hat bei uns ein bisschen Tradition. Wir haben ganz tolle reguläre Stummfilmpianisten, ganz klar. Aber ab und zu ist es immer wieder der Fall, dass es auch mal Filmemacher gibt, die tatsächlich so musikalisch bewandert sind, dass sie einen solchen Film begleiten können. Und ich habe es erst vor ein paar Jahren erfahren, zum Beispiel ein Helge Schneider hat hier bei uns angefangen mit 19 Jahren, damals noch an der Kinoorgel, die auf der anderen Seite stand. Also das ist etwas, was wir ganz klasse finden. Und ja, Dietrich Brüggemann, Sie kennen ihn als Filmmacher, 9 Szenen, Renn, wenn du kannst, ganz wunderbare Filme, 3 Zimmer, Küche, Bad, dann Silberner Bär, bestes Drehbuch für Kreuzweg, zusammen mit seiner Schwester Anna und ja, Heil, eine Satire, die man sich heute unbedingt wieder ansehen muss, denn sie ist aktueller denn je. Und ja, er ist mit Frankfurt jetzt inzwischen sehr verbunden, denn er hat hier einen Tatort gedreht, den sie nächstes Jahr mit Ulrich Tukur, also nein, dieses Jahr, wir sind schon 2018, dieses Jahr mit Ulrich Tukur sehen können. Und bevor ich ihn nach vorne bitte, sehen wir jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus der Arbeit, die er mit dem Orchester nämlich gemacht hat, denn er hat für diesen Film tatsächlich ein komplettes Orchesterstück komponiert. Also einen kurzen Clip und dann begrüßen wir Dietrich Brüggemann. Ja, Sie sehen, dieser Mann kann nicht nur Filme komponieren, sondern auch Musik. Begrüßen Sie Dietrich Brüggemann bei uns im Filmmuseum in Frankfurt. Komm zu uns, lieber Dietrich. Ein Applaus. Und, ja. Hallo. Ja, erzähl uns vielleicht noch kurz vorher ein bisschen, wie bist du denn zur Musik gekommen? Hast du das schon immer nebenbei gemacht oder bist du eigentlich eher Musiker als Filmemacher? Wie siehst du dich? Also ich bin mit Musik aufgewachsen, vor allem durch meine Mutter, die sehr, sehr innige Hobbymusikerin ist und Klavier spielt und immer Klavier gespielt hat. Die hat einen Flügel, der war nie gut, aber es war immer ein Flügel. Unterschätzter Vorteil des Flügels gegenüber dem aufrechten Klavier ist, kleine Kinder können sich drunter setzen. Ich bin also quasi unter diesem Flügel groß geworden. Er hat immer so Schubert gespielt und so, das fand ich toll. Und dann hatte ich selber irgendwann auch Klavierunterricht und war genau wie vorher im Blockflötenunterricht schon, aber abartig schlecht darin, nach Noten zu spielen. Was daran lag unter anderem, dass ich sowieso immer alles sehr schnell auswendig konnte. Und dann habe ich alles nach Gehör gespielt. Und da kommt man dann im klassischen Musikreich nach Noten nicht so wahnsinnig weit mit. Und ich war auch wirklich faul, was Üben anging. Dann waren meine Eltern gesagt, gut, dann halt wieder nicht. Hatte ich halt keinen Unterricht eine Weile, aber dann bin ich trotzdem immer am Klavier gesessen, habe mir alles Mögliche selber zurechtgefingert, so von Gehör halt. Weil mich hat wirklich interessiert, wie klingt die Musik, warum klingt sie so, wie sie klingt und wo finde ich das auf der Tastatur wieder, was ich da höre. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Forschungsauftrag, mit dem ich so die Zeit von 15 bis 20 verbracht habe. Dann hatte ich auch wieder Klavierunterricht und wurde auch technisch ein bisschen besser und Musik-LK und all das und habe in der Zeit auch angefangen zu komponieren, also richtig Noten zu schreiben, auch für andere. Und habe das eine Weile sehr intensiv betrieben, so zu Abi-Zeiten, aber dann, weil ich andere Sachen auch intensiv betrieben habe, die kann man eigentlich so, das war dann Schreiben und Malen und Fotografieren und Theater und so Scherz und dann dachte ich irgendwann, jetzt schmeißt du alles zusammen, dann ist es eigentlich Film. Mhm. Super. Also ich habe mir den Gedanken gespielt, mal Musik zu studieren, habe ich mal beworben für Filmkomposition auch in der Hans Eisler in Berlin, bin da nicht genommen, zum Glück muss ich heute sagen, also wäre jetzt glaube ich nicht so spaßig geworden. Ich weiß es nicht. Also man weiß es ja immer nicht. Und hast du bei allen deinen Filmen die Musik auch selbst gemacht dann? Ja, die ersten drei Langfilme haben ja eigentlich nur so einen Song-Soundtrack. Also 19, Renn, du kannst, 3 Zimmer. Das sind immer nur Popsongs. Das ist immer sehr ausgesucht. Eigentlich immer nur eine einzige Band, die den ganzen Film dann versorgt hat. Und so winzig kleine Schnipsel zwischendrin, die ich dann selber gemacht habe. Aber da gab es nie einen Credit für Musik bei den Filmen. Kreuzweg hat gar keine Musik. Da habe ich auch nichts gemacht. Und ab Heil. Heil hat wahnsinnig viel Musik und da musste es dann auch sein. Ja. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. War auch das unglaublich in Arbeit ausgeartet. Ich habe 2 Monate wirklich kaum mehr da rausgekommen. Habe ich unterschätzt, aber das war schön. Und dann habe ich es jetzt bei den beiden Tatorten natürlich wieder gemacht. Und hier beim Hessischen Rundfunk ist halt super, die haben ein Orchester. Und dieses Orchester, ich meine, jeder Rundfunksender hat ein Orchester. Ich habe aber davor beim SWR einen Tatort gemacht und das dortige Orchester sagt, nee, also Entschuldigung, wir sind hier, wir spielen Klassik, ja. Also hingegen hier das HR-Orchester war mir schon vorher aufgefallen, in einem anderen HR-Tatort stand so im Vorspann ganz stolz drin, Musik der HR-Sinfonieorchester. Na gut, dann war es halt Beethoven und Puccini und so Sachen.
Die hatten halt Bock. Ich dachte, habe ich so gefragt, Entschuldigung, es gibt hier das Orchester, machen die sowas? Ja, komm vorbei. Und das war dann so ein bisschen so wie ein kleiner Berufsbesuch im Schlafen. Dann, ja, also machen wir einen Termin. Und was brauchst du denn? Also hier 5 erste oder 6 erste Geigen und 8 Posaunen. Ja, wir haben im Prinzip erstmal alles. Da brauchst du einen Organisten, der kann dann auch Klavier spielen. Also wirklich ein einmaliges Erlebnis. Genau, der Clip war auch von dir selber aufgenommen. Also man sieht die Liebe dazu. Genau, wir saßen die meiste Zeit in der Tonregie drin, wo man das halt auf Monitor sieht. Aber am Ende musste ich schon auch mal in den Saal rein, bei diesem elegischen Triumph. Eine Frage muss noch sein, diese Bandbreite, die du hast eine eigene Band, letztes Jahr gegründet, Theodor Shitstorm heißt die. Theodor Shitstorm. Deutsch, ja. Deutsch, deswegen auch Shitstorm. Und dazu dann Auftritte im deutschen Theater zum Beispiel, wo du Stummfilme begleitest und zerlegst, wie da immer beworben wurde. Wie kommst du zum Stummfilm? Wie fing das bei dir an? Hat sich so zufällig ergeben. Ich war mal mit so einer Gruppe von Leuten, wir hatten eigentlich nur so einen Arbeitsraum im Tacheles in diesem mittlerweile aufgelösten Kultur-Underground-Ort in Berlin. Und da waren in dieser Gruppe, in der ich da war, war einer, der macht so Video-VJ-Kunst-Zeugs und dann der hatte mit so einem Soundbastel-Künstler zusammen so eine Performance gemacht und in dem Raum, in dem das war, stand so ein völlig schrottreifer Flügel. Und da habe ich mich dann spontan hingesetzt, dann haben wir zu dritt ein bisschen rumgejammt und es war sehr schön. Und da dachte ich mir dann, das wäre doch auch schön, sowas mal mit Stummfilmen zu machen, weil die kann man ja, man kann die einfach klassisch zeigen, wie sie gemeint sind, so wie wir es hier heute machen. Man kann sie aber auch einfach als Ausgangsmaterial nehmen und was ganz anderes draus machen. Wäre das nicht auch mal spannend? Also und dann haben wir uns so dialektische Stummfilmabende ausgedacht, wo wir dann zum Beispiel den Film erst ganz zeigen und dann die schönsten Stellen nochmal als Videokunst Remix verwursten. Oder wo wir halt thematische Programme zusammenstellen, wo wir sagen, jetzt ist der ganze Film völlig egal, wir zeigen jetzt die schönsten Slapstick-Sequenzen hintereinander weg. Oder auch, wir haben Pornos aus den 20ern ausgegraben. Oder halt YouTube nach Publikumszuruf. Man macht halt YouTube auf und dann bittet man die Leute irgendwie thematische Stichwörter zu sagen, dann ruft halt irgendjemand Elefant und dann suchst du auf YouTube Elephant Silent Film und findest irgendwas. Und das sind erstaunliche Sachen, die man da findet. In dem Stil machen, da haben wir halt so eine regelmäßige Veranstaltung, 2-3 Mal im Jahr im Deutschen Theater, da in der Bar, macht großen Spaß. Das ist für keinen von uns irgendwie karriererelevant, aber wir machen es halt. Naja, immerhin soweit, dass du es jetzt auch hier ins Filmmuseum wieder geschafft hast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Bitte nimm am Flügelplatz. Großen Applaus, Dietrich Brüggemann, meine Damen und Herren. Und bis du soweit bist, sage ich noch kurz was zum Film. Also Regie führten Arnold Funk am Berg und G.W. Papst bei den Innenaufnahmen. Und es liegt mir noch sehr etwas am Herzen, dass der Hauptdarsteller, der Gustav Dissel, der hat dieses Jahr seinen 70. Todestag. Und die Frau Dr. Kilius, die ist eine große Expertin hier aus unserem Hause, beschäftigt sich mit Dissel. Da wird in diesem Jahr auch noch eine Veranstaltung geplant werden, wo es dann auch noch einen Vortrag gezielt zu ihm geben wird. Und also falls Sie das interessiert, bleiben Sie einfach auf dem Laufenden. Ich glaube, das wird so Richtung Sommer. Und ja, ich schiele immer so rüber Richtung Dietrich. Wunderbar. Nee, dann wünsche ich uns allen viel Vergnügen in der weißen Hölle am Piz Palü. Viel Spaß. Großen Applaus, Dietrich Brüggemann. Die weiße Hölle von Piz Palü. Dankeschön. Wow. Ja, der Film war lang. Hat jemand eine Zigarette? Also ich fand das wirklich, wirklich gigantisch. Erzähl mal, wie hast du dich darauf vorbereitet? Du hast das jetzt, hast du das improvisiert komplett oder hast du... Ich hätte mir den Film vorher anschauen können, aber da kam ich jetzt nicht mehr dazu. Das ist... Ich glaub dir kein Wort. Ich habe den irgendwann vielleicht vor 100 Jahren mal gesehen, aber jetzt diesmal tatsächlich nicht. Das geht ganz gut, das macht sich von alleine. Also, Unfassbar. Weil ich finde ja auch, die besondere Herausforderung ist ja so ein bisschen zwischen Schönheit und Bedrohung, da ist ja alles dabei und du hast irgendwie es geschafft, so in die Musik beides zu legen. War das so ein Ziel auch von dir? Also du, weiß ich nicht. Oder, also ist das nur rein impulsiv? Wie machst du das? Ich muss jetzt dieses Nachgespräch hier torpedieren. Tut mir leid. Ich muss einen trinken und einen rauchen. bisschen wenig Licht hier. Nächstes Mal hole ich mir eine Lampe. Vielen Dank. Ja. Es war großartig. Großen Applaus, Dietrich Brüggemann. Danke, dass du da warst. Ihnen guten Nachhauseweg.